So, wir sind immer noch unterwegs mit Sandy und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play SpongeBob. Und wir sind immer noch am Start hier mit, ja, wie gesagt, mit Sandy, klar, aber wir brauchen noch zwei goldene Lenkräder und ich weiß nicht, wo sie sind. Hilfe, Vorsicht. Igitt! Kaum zu fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage. Aber wo zur Hölle sind diese... Die müssen bestimmt immer oben sein und ich habe keine Ahnung, wo sie sein können. Eieiei. Autsch! Okay, schon besser. So, dann machen wir das mal mit der Kiste hier. Die bringt jetzt hier hin. Okay. Und zwar jetzt natürlich nicht der Gedanke dahinter. Also wieder nochmal nach oben irgendwo. Gehen wir mal auf die Dächer. Wieder zurück. Weil wir müssen schauen, wo noch zwei Lenkräder sind. Oder habe ich das Level noch nicht so... So. Ich weiß nicht, wie lange ich schon mit schlechtem Empfang auskommen musste. Vielen Dank nochmal. Du willst jetzt aber auch mal was geben können dafür. So. Schatz, brauchen wir nicht. Jetzt muss ich gucken. So. Aber ich habe keinen Plan, wo sie sein können. Wir sind nämlich immer noch auf der Suche, wie gesagt, nach diesen zwei goldenen entscheidenden Lenkrädern. Ich hoffe, die kann jemand gebrauchen. Ja, super. Hat sich ja voll gelohnt da. Ach, Mann. Ach, ich will diese Scheiß... Mann, ich brauche diese Scheiß zwei goldene Linke, dann haben wir das Ding abgeschlossen hier. Und da bin ich auch ziemlich happy drüber, weil das ist ja die Hauptaufgabe. Ich wollte über diese scheiß Brücke den Weg nehmen, aber ich, wie gesagt, ich vermute, dass da irgendwas zu bedeuten hat, weil die habe ich, glaube ich, noch nicht genommen bisher. Verdammt anständig, dass die Schalter alle groß und rot sind. Oh, bisher. Ich hab sie. Ich bin doch schon dran gewesen! Ich war doch schon dran! Hallo? Ich hier? Hallo? Hallo? Ja. Aber, wie gesagt, wo sind diese scheiß verfickten also, diese verdammten, Entschuldigung, natürlich. Verfluchten
Falle. Ich war doch schon dran, ich hab doch schon gedrückt. Ich hab gedrückt, hallo? Du, nee, ich, nö, du stirbst mal. Ja! Da ist auch ein Pfannwender. Ja, 14. Okay, wir haben tatsächlich das Ding einfach mal kurz eben geowned. Aber wir sind wieder hier. Mal wieder. Wir sind jetzt quasi mehr oder weniger hier oben, wo wir ja eigentlich... Oh, wo ist ein bisschen... Wo komme ich jetzt weiter? Hier unten ist Larry. Wo komme ich hier weiter, aber? Das ist ein Sinn, warum hier der Schalter ist und wo ich hier hochkomme. Ich muss ja mit Spongebob bestimmt da irgendwo noch weiter. Hier ist eine Bushaltestelle. Der Schalter hat doch irgendwas zu bedeuten. Nein. Der Schalter hat irgendwas zu bedeuten und ich bin mir noch nicht ganz sicher, was. Also ich bin, bis ich da hoch muss. Ich weiß nicht. So. Von Sandy auf SpongeBob. So. Bist du da irgendwo hoch? Bist du da hoch weiter? Ich meine, das hat doch nichts damit zu tun, dass du hier nur die Socke war oder was? Nein! Das ist... So, aber es hat doch irgendwas zu tun. Es hat doch irgendwas zu tun. Das geht ab, SpongeBob! Hey, Larry! So, aber... Wo könnte noch was sein? Ist das hier... Ist das echt nur wegen dieser Socke gewesen oder was? Nein, ist da schon irgendwo weiter, oder? Geschenke öffnen ist klasse! Auf die, über die Flügel. Nee. Ach, das kann doch nicht sein. Ich weiß doch nicht echt. Ich habe keine Ahnung, wo die sein könnten. Wie ich da weiterkomme, was ich da immer so machen muss. Ich muss halt da irgendwann noch was haben. Ist das echt nur wegen der Socke jetzt gewesen, dass ich da wechseln muss, oder was? Ja, das haben wir ja schon gemacht, das Ding. Nicht so gut wie Texas Barbecue Soße. Leg dich niemals mit Texas an. Okay, schon besser. So,
Ding. Autsch! Eine Erfrischung! So, weiter. Okay. Dann ist noch eine Unterhose, aber die sagt uns jetzt erstmal herzlich wenig. Das heißt, wir müssen darüber. Ach, na gut. Warum auch immer der dann wieder zurückspringt. Je glänzender, desto besser. Ja, die Brücke, die hatten wir schon. Aber wie kommen wir hier weiter? Dran oder was? Wird auch nicht hier sein. So. So. Waren wir ja alle schon, ne? Ich sehe auch nichts. Ich sehe auch nicht aus der Entfernung jetzt mal spontan, dass wir sagen können, ey, da könnte doch irgendwo noch eins sein. In jedem steckt ein Gewinn. Da kommst du hier nicht weiter. Idiot! Kaum zu fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage. Warte mal. Hier. Okay. Okay, Meisterbombe. Wo könnten noch zwei weitere Lenkräder sein? Das ist halt das Problem. Ich hänge schon ewig an diesem Level, ich komme nicht weiter, weil ich den Ding gar nicht finde. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mich irgendwo vertue und ich weiß noch nicht wo. Oh, jetzt bin ich ja wieder runtergefallen, oder was? Video hat nichts zu sagen. Das sind nur Blümchen, die ich mal mitnehme. So, Opa Klaus möchte jetzt hier nicht heute spielen. Der hat jetzt zumindest mal ausgespielt. War nicht da, immer zu spät. Jetzt darf ich den ganzen Weg nochmal neu laufen. Weil ich nicht rüberkomme. Ja, ja, ist gut. Ich will das Level eigentlich gerne heute irgendwann nochmal abschließen. Und ich jetzt eben in 3 Wochen an diesem Ding bleibe. Weil, wie gesagt, es fehlen nur die 2 goldenen Lenkräder, die ja hier irgendwo noch versteckt werden sein müssen. Komme ich ja nicht weiter. Kann ich nichts machen.
nicht wahr. Du springst grundsätzlich zu kurz, dass ich nicht weiterkomme. Jetzt habe ich den ganzen Weg doch mal laufen. Das ist wahrscheinlich hier die Dinger hier. Sind wir mal wieder hier? So, schon mal waren. Kawabunga! Toasteter Tiki nach Texas Art! Eigentlich gerne nochmal den Leuchtturm, ey. Ist das ja wirklich der Leuchtturm nochmal was ist? Alter, was zu sagen, oder? Ey, der Leuchtturm kann nichts zu sagen eigentlich. Der hat ja. Den hab ich ja. So, jetzt machen wir nochmal bei Dings. Bei Larry. Deswegen, ich versuch's ja gerade nochmal. Sagen wir noch, was ich übersehen habe. Die Bank vielleicht. Nee. Ich habe jetzt natürlich keine Feinde mehr. Weil ich schon alles erledigt habe, aber das ist nicht wahr, das ist wahnsinnig wahr. Checkpoint haben wir ja. Da ist bestimmt irgendwo ein Fehler drin, dass ich nicht darüber muss, sondern nur anders lang muss. Irgendwas hat das alles zu tun. Das hat doch irgendwas anderes zu tun. Ich muss doch da irgendwo noch ran. Da war ich auch schon oben.
bin unschlüssig. Ich hab keine Ahnung, Alter. Ich hab keine Ahnung, wo ich lang muss. Außer den Weg immer wieder zu gehen. Jetzt hast du wieder alle Feinde an der Backe, weil du abgerutscht bist. Das ist für Texas. Yeah! Wird schon beim Zugucken schwindelig. Ja. So, aber wie geht's jetzt weiter? Also, wie gesagt, klar, wir sind jetzt natürlich wieder oben. Wir haben natürlich wieder alle sämtliche Feinde an der Backe. So, das Raketen-Robert haben wir wieder an der Backe. Und schon sind wir wieder am Leuchtturm. Ja, oder auch nicht. Oder auch doch. Muss ich jetzt nochmal mit Spotshot die scheiß Leuchtung machen, oder was? Das Handy. Ne? Igel! Kaum zu fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage. Mir wird schon beim Zugucken schwindelig. Jetzt einmal kurz komplett durchgezogen. Eine Erfrischung! Zack! Autsch! Erledigt. So. So. Also ich meine, irgendwas muss das ja seinen Sinn haben. Dass ich jetzt immer wieder in die Innenstadt gehe, aber ich weiß noch nicht, wo diese scheiß Dinger sind. Hallo, Sam. Hey, Kumpel. So, okay.
Bobs Unterhose trage. Ha! Könnten die zwei Lenkräder noch sein? Ich komme aber so nicht weiter, das ist das Problem an der Sache. Ich will diese Level abschließen irgendwann. Keine Ahnung, liebe Leute. Ich habe echt 0,0 Plan. Wo ist hier? Ach, da unten. Was haben wir denn?
wir hier noch zu lesen? Ja gut, den Roboter, den haben wir ja mehr oder weniger gerade schon erledigt. Na, wenn das mal nicht... Hallöchen, Mrs. Ich würde ja gerne mal mit SpongeBob spielen. Ja. Nein, weil ich einfach gerade momentan so ein bisschen planlos bin und einfach gerade nicht weiterkommen soll. Ja! Ein Ungeziefer weniger! Zack! Autsch! Achso. Okay, schon besser! Was jetzt sicherlich geht. Aua! Der schießt auf Einkauf mit Einkauf, war noch nicht. Autsch! Eine Erfrischung! So. Igitt! Kaum zu fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage. So, haben wir nicht irgendwo noch eine Bushaltestelle, weil ich muss ja mal, müsste mal wieder auf den Charakter wechseln. Ich habe da irgendwas freigelegt. Und würde das gerne mal irgendwie angehen. Scharfe Soße. Haben wir nicht irgendeine Kack? Nee, wo soll ich wieder, wo ich mal kurz meinen Charakter wechseln kann? Wie gesagt, ich habe durch die Dinger jetzt wieder Schalter freigelegt. Die würde ich ja mal einfach gerne machen, mal aktivieren. Oder kann ich die mit Handy auch aktivieren? Toasteter Tiki nach Texas ab! Nein, kann ich nicht. So, jetzt hat er bestimmt irgendwas zu bedeuten. Ich hoffe, die kann jemand gebrauchen. Muss ich wirklich Patricks Socken mitnehmen? So. Naja, die Socke haben wir jetzt versteckt gefunden, aber ich brauche mal kurz einen Charakter-Change. Weil ich ja gerne irgendwie mal... diese Schalter aktivieren. Irgendwas hat das zu bedeuten. So, dann wechseln wir kurz den Charakter. Oder in der nächsten Folge versuchen wir mal, was zu scheitern. Dann gehen wir mal kurz auf diesen Schalter an und dann versuche ich mal herauszufinden, was das zu bedeuten hat. Das muss ja irgendwas Näheres zu bedeuten haben. Kabum! Das muss ja irgendwas Näheres zu bedeuten haben. Und zwar diese Schalter, die hier neben dieser Statue sind. Wir sehen uns wieder. Und dann schauen wir mal, was das vielleicht so zu bieten hat.